Auf manche Gegner kannst du dich einfach nicht einstellen, weil sie sich unglaublich gut tarnen können oder direkt die Möglichkeit haben, sich unsichtbar zu machen. Das ist teilweise ganz schön unfair. Auch in neueren Games wie Elden Ring und Horizon Forbidden West gibt es diese gut getarnten Feinde. Was wir hier sehen, ist der perfekt getarnte Predator in Call of Duty Modern Warfare, der als Easter Egg im Shooter lauert. So stellen wir uns hinterhältige Feinde vor. Also starten wir direkt mit den eindrucksvollsten und am besten getarntesten Gegnern in Games. Los geht's! Die Durchquerung der verschiedenen Gebiete in Horizon Forbidden West ist kein Spaziergang, denn Gefahr durch Maschinen lauert überall. Aber wenn du sie nicht mal sehen kannst, dann hast du ein Problem. Stalker sind unsichtbare Roboterpanzer, die Minen und Alarmfackeln nutzen, um dich anzugreifen. Und sie jagen auch noch im Rudel. Wenn du aufmerksam bist, dann erkennst du sie schon am Geräusch und du kannst sie schimmern sehen. Diese brutalen, eleganten und wendigen Jäger greifen aus dem Hinterhalt an. Sie gehören zu den wenigen Gegnern im Spiel, die Stealth verwenden. Erst wenn du die optischen Sensoren des Stalkers zerstört hast und die Panther sichtbar werden, kannst du dich vernünftig auf die Bedrohung einstellen. Weiter geht's mit echt hinterhältigen Mistviechern, den Hiss Distorted aus Control. Diese Raubtiere sind unsichtbar, aber sie müssen sich enttarnen, um anzugreifen. Scheinbar geht bei ihnen nicht beides gleichzeitig, angreifen und unsichtbar bleiben. Also machen sie sich kurz sichtbar, stoßen einen schrillen Schrei aus und lösen eine starke Explosion aus, die dich leicht töten kann, wenn du zu nah dran bist. Du denkst anfangs, dass du gegen diese Gegner keine Chance hast. Aber du kannst ganz leichtes Schimmern und Luftbewegung erkennen, wenn sie sich bewegen. Ihre Zischlaute und ihr Flimmern sind Jessies einzige Chance, sie zu orten. Wenn sie einmal angegriffen haben, werden die Hiss erneut unsichtbar. Außer du hast sie schon vorher unschädlich gemacht. Die Chamäleons aus Resistance 2 sind leicht auszuschalten. Meist genügt ein einziger Schuss mit der Schrotflinte. Aber damn, machen dich die Viecher nervös. Du weißt nie, aus welcher Richtung der nächste Angriff kommt. Und du hast nur ein paar Sekunden Zeit, sie ins Visier zu nehmen, nachdem sie mit ihrem Angriff begonnen haben. Die Chamäleons verfügen über eine spezielle Tarnvorrichtung und rasiermesserscharfe Klauen. Und diese Kombi macht sie so verdammt gefährlich. Du musst in Resistance 2 immer wieder beobachten, wie deine Kameraden von diesen Monstern aufgespießt und in zwei Teile gerissen werden. Wenn du ihre Gurrlaute schon hörst, läuft es dir kalt den Rücken runter. Sie im Nahkampf zu töten, ist allerdings äußerst riskant. Wir müssen zugeben, dass wir die Begegnung mit den Unsichtbaren in The Evil Within genossen haben. Vielleicht sind wir auch nur krank, aber es hat was, in dieser verlassenen, abgeranzten Krankenabteilung zu stehen, um auf Gegner zu warten. Die gruselige Atmosphäre ist fast mit den Händen greifbar. Du kannst die Kreaturen, die auf dich lauern, nicht sehen. Also alarmiert dich jedes noch so leise Geräusch und jeder verschobene Tisch lässt dein Herz rasen. Sebastian kann die unsichtbaren Geister nur aufspüren, wenn er genau auf die Umgebung achtet. Die Tür öffnet sich wie von Geisterhand? Wohl kaum. Da ist er, einer der Unsichtbaren, gerade zu dir ins Zimmer geschlichen. Nur wenn du ihn verwundest, wird er sichtbar. Nach wenigen Schüssen mit der Schrotflinte gehen die Monster zu Boden. Wenn du in Fallout das erste Mal in die unteren Ebenen von Vault 22 hinabsteigst, hast du schon das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Der Bunker ist von Pflanzen überwuchert und du scheinst nicht alleine zu sein. Du tastest dich vorwärts, bis der erste Mutant aus den Ranken hervorbricht, um sich auf dich zu stürzen. Aufgrund ihrer perfekten Tarnung sind sie kaum im grünen Dickicht zu erkennen. Sie verschmelzen mit ihrer Umgebung. Erst beim genauen Hinsehen erkennst du ihre moosbedeckten Körper, wie sie kauernd in den Büschen hocken. Meistens ist es dann zu spät und sie greifen dich bereits an. Eigentlich sollten in diesem Bunker damals Pflanzen erforscht und gezüchtet werden. Allerdings entwickelte die Flora auch einen Abwehrmechanismus, der für den menschlichen Organismus absolut tödlich war. Hier greifen uns also eigentlich mutierte Leichen von Wissenschaftlern an. Die Amygdala aus Bloodborne sind gigantische Monster mit spinnenartigem Körper und einem kurzen Schwanz. Eins dieser Monster lebt in der Kathedrale, doch es ist zunächst für Spieler unsichtbar.
Es kann also vorkommen, dass du das Gebäude nichtsahnd betrittst, von einer riesigen Hand gepackt und auseinandergerissen wirst. Erst wenn du genügend Punkte in Einsicht investiert hast, wird die Kreatur für dich sichtbar. Die Amygdala schon aus der Ferne zu beobachten, lässt dich schaudern, denn sie steht fast still und scheint zu warten. Erst im Kampf wird das Monster angriffslustig und schnell. Übrigens stammt der Name Amygdala laut Bloodborne Wiki von einem Hirnareal, in dem das Gefühl der Angst entsteht. Mimics sind Aliens, die sich nicht direkt unsichtbar machen können. Sie sind Gestaltwandler und können sich in Objekte ihrer Wahl verwandeln. Also kommt es oft vor, dass du sie nicht erkennst, wie auch, und sie greifen dich an, wenn du in ihre Nähe kommst. In ihrer wahren Gestalt sind sie flinke, spinnenähnliche schwarze Wesen, die ihre Ziele töten, indem sie sich an ihnen festsaugen und ihre Lebensenergie aussaugen. Sie können sich in kleine Gegenstände wie Tassen oder Flaschen verwandeln, scheinen überall zu lauern und schlagen blitzartig und ohne Vorwarnung zu, was zu zahlreichen Schreckmomenten führt. Wenn du in 4 durch die Gänge schleichst, gibt es Momente, in denen du mit Sicherheit sagen kannst, dass sich gerade noch jemand im Raum aufgehalten haben muss. Doch du erwischst keinen. Wer sich hier so erfolgreich vor dir versteckt, aber gleichzeitig den perfekten Moment abwartet, um dich anzugreifen, das sind die Replika-Assassinen. Biotechnisch hergestellte Replikanten, die über erstaunliche Geschwindigkeit und Beweglichkeit verfügen. Wenn du das erste Mal auf einen von ihnen triffst, hängt er an der Wand in einer Ecke, spinnenähnlich und irgendwie widerlich. Sie sind so schwer aufzuspüren, weil sie über eine Tarnvorrichtung verfügen, die sie nahezu unsichtbar werden lässt. Was sie verrät, ist ein kaum sichtbarer visueller Verzerrungseffekt und ein elektronisches Summen, das lauter wird, je näher du ihnen kommst. Wenn sie getroffen werden, erzeugen sie Stromstöße, die wie Blitze durch die Luft schießen. Den Assassinen der schwarzen Klinge wirst du sehr wahrscheinlich nie zu sehen bekommen, denn er bleibt während des kompletten Bosskampfs unsichtbar. Und genau das ist es, was diesen Kampf in Elden Ring so besonders macht. Du bist hauptsächlich damit beschäftigt zu laufen, um deine Position zu verändern, denn du willst deinem Gegner kein leichtes Ziel bieten. Gleichzeitig beobachtest du unaufhörlich das Wasser, um die Fußstapfen deines Gegners darin auszumachen. Es gibt eine Möglichkeit, den Assassinen sichtbar zu machen. Dafür musst du dich mit Sentries magischer Fackel ausstatten. Aber der Kampf ist eben auch machbar, wenn dein Gegner die komplette Zeit über unsichtbar ist. Oh, jeez. Oh, no. Oh, 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 I know that sound. Es gibt kaum hässlichere Wesen als die Blutsauger. Widerliche humanoide Kreaturen, die im Untergrund hausen und in Stalker zu den abstoßendsten Gegnern überhaupt gehören. Diese Mutanten leben in Höhlen, sind wahnsinnig schnell und haben riesige Tentakel am Mund. Eigentlich würdest du die nicht zu sehen bekommen, denn die Blutsauger verfügen über die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Und ihre scharfen Klauen ignorieren jede noch so starke Rüstung. Aber solange sie noch unsichtbar sind, sind sie schwach und angreifbar. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen super Start ins Wochenende und wir sehen uns am Sonntag wieder. Unser Gewinnspiel bei Instant Gaming geht übrigens noch bis Ende April. Wir posten euch den Link nochmal in die Videobeschreibung. Und jetzt habt noch einen entspannten Tag und bis zum nächsten Mal.